Ich fände es sehr wichtig, dass es eine Bringschuld ist für alle Bürgerinnen und Bürger, sich wissenschaftlich zu bilden. Ich heiße René Schröder und mein Forschungsgebiet ist die RNA. Das ist das Molekül, was das Leben möglich gemacht hat. Die Gesellschaft verändert sich ständig durch Wissenschaft. Also das ist ja mein Lieblingsthema. Vor ungefähr 70.000 Jahren, das ist nicht so lang, war unser Gehirn erst in der Lage, so weit evolviert, dass wir Dinge denken konnten, die es nicht gibt. Das war eigentlich die Geburtsstunde der Wissenschaft. Und da muss die Erkenntnis gekommen sein, die ja extrem wichtig ist. Und das ist, glaube ich, ein globaler Konsens, dass wir in der Gegenwart Dinge tun können, die die Zukunft beeinflussen. Und seitdem haben wir an der eigenen Evolution gearbeitet. Das Spannende in der Grundlagenforschung ist, dass man seinen Gedanken freien Lauf lassen kann. Man kann Dinge anschauen, beobachten, Wahrnehmung schulen und dann, wenn man wirklich Fragen im Kopf entwickelt und nach Antworten sucht, da ist man einfach getrieben, da kann man gar nicht anders.